Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich bin der Eddie. Wir haben eine neue Mission bekommen. Ich bin hier zu diesen Gebäuden gegangen. Hab hier in dieser kleinen Hütte da, der hier, ein Handy gefunden. Also war jetzt hier nichts Weltbewegendes bei der Mission dabei. Aber wir sollen jetzt darüber gehen und sollen das Feuer löschen in der Hütte. Und ich habe hier irgendwo einen Fuchs gehört. Und darum habe ich gedacht, ich nehme euch mit zu dieser nächsten Mission. Allerdings, es hat geschneit, wie ihr seht. Das ist das, was ich schon mal erwähnt habe in der letzten Folge, dass es hier ab und zu schneit. Die Wölfe heulen auch schon wieder. Ach, guck mal, hier ist er. Knapp 300 Meter. Hab ich Inventar. Geht das 300 Meter? Erstmal wieder sprühen. So. Wenn ich wüsste, da hinten, relativ unbeeindruckt, zieht der hier von dannen. Er hat auch keinen Bock, so weit zu latschen hier, nur um so einen verletzten Hasen hier. Vielleicht hat er da unten bessere Beute. An sich sollte er das hören. Steht er unter den Bäumen? Wie gesagt, aber großes Interesse hat er nicht daran, umzudrehen und zu uns zu kommen. Das heißt, wir latschen hier wieder stundenlang wieder rum. Doppeltes wieder. Wir latschen hier sehr wahrscheinlich ewige Zeiten rum, ohne dass wir irgendein Tier von Lauf bekommen. Weil wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt genau in der Flucht von den Bäumen hier nach hinten gelaufen? Super Idee, Fuchs. Jetzt dachte ich, wir können die Folge mit einem Abschuss beginnen. Aber habe ich mich wohl geschnitten. Ich doch den. Warte. Wir nehmen die Waffe. Haben 150 Meter. Puff. Sauber. Edi, sauberer Schuss, null Ethikpunkte, die Waffe ist zu groß. Das ist hier Waffenklasse 2 Munition.
Wir brauchen für den Fuchs die 0. Da habe ich leider nichts Passendes dabei. Auch schön, wenn das Ganze hier so verschneit ist. Allerdings jetzt im Sommer. Naja. Gefällt es mir besser, wenn der Schnee gleich wieder wegtaut. Dann sammeln wir mal den Kameraden ein. Halt nicht die Spur untersuchen, sondern die Trophäe bestätigen. Hier Ethik 0. Alles andere passt. Ja. Sauber Lungenschuss. Schön. Annehmen. Und weiterziehen. Dann gehen wir mal zu der Hütte und löschen das Feuer. So der Plan. Noch ein Fuchs. Warnruf. Ich call den mal. Zu hoch. Den habe ich jetzt nach oben verzogen. Der müsste weggelaufen sein. Denke ich, ich schaue trotzdem nach. Nicht, dass ich den irgendwie gestreift habe an der Birne. Und ja, warum habe ich den nach oben verzogen? Ich könnte eigentlich... der ist doch gestorben. Interessant. Aber wie gesagt, ganz schlecht. Nach oben verzogen. Ist eigentlich unsere Mission. Oh, hier. Jetzt habe ich
wahrscheinlich nicht aufgepasst, was er gesagt hat, der Kamerad. Wir schauen schnell. Lösche das Feuer, untersuche Badens Lager, begib dich zur Aussichtsplattform in der Nähe, zerlege Gabriella Badens Lager. Das Feuer soll ich löschen. Wir können bestimmt, ich wollte gerade sagen. Take a look around their camp and see if there's anything that can tell us where they went. No, surely not. Not even the most ignorant townie would even consider baiting animals out here. Look, a notepad. Hmm. Interior haunted mine. Explains a little bit about their trespassing. What's this? Notes on their show, maybe? Oh, it's a script. Wow, she's dedicated it to her younger self. Schuhe hier überall. Bigfoot bait. Looks a lot like dog food and steel donuts to me. Bigfoot Futter. Well, this tells a story of some truly bizarre people. But it doesn't help us find them. That was a scream. But I can't see anything. Get to the lookout. Maybe you'll see something that I can't. Bär? Und Menschengeschrei? Gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Und schauen, was los ist. Vielleicht müssen wir ja gleich einen Bären erlegen. Das hat sich jedenfalls gefährlich angehört. Es wird doch nicht so sein, dass wir hier noch anderen Menschen begegnen. In-game. Ohne Multiplayer. I've got them. They're here. Coming out of the forest. What the? One of them is covered in blood. They've seen me. Hey! Over here! Make your way to me! Get into the plane! So, die steigen jetzt gemütlich ins Flugzeug und ich kann gucken hier. Doctor right now. I can't wait around. We're taking off. I've got this. Heading back to base. We'll have a doctor standing by. Prima. Can you take care of their camp? We can't have it lying around, attracting bears. Jetzt soll ich wieder zurücklatschen zu dem Camp? Super. Nur um hier zu gucken, wie du hier mit dem Flieger die Reise machst. Prima Idee. Alter Schwede, das hätte ich mir auch sparen können. Der hat ja Gemüt. Wieder 300 Meter joggen. Lager zerlegen. Das hätte er vorher schon machen können. Aber nein, das wollte er ja nicht. Der Spielführer. Das
echt interessant. Leider habe ich zurzeit privater Natur gar nicht viel Zeit, um irgendwelche Sachen für mich zu machen. Darum wundert es mich eigentlich auch, dass ich hier wenigstens noch ab und an mal zum Aufnehmen komme. Aber das wird auch wieder besser, denke ich. Momentan haben wir wieder ein bisschen was um die Ohren. Ich will jetzt eigentlich... Wo ist denn der Fuchs? Warte, ich call den mal schnell. Jetzt von hier nach hier gelaufen. Ich soll hier interagieren, das ist ja gut und recht, aber... Ich würde natürlich auch gerne den Fuchs erlegen, bevor ich hier mit meiner Interaktion Mordslam mache und der dann davon rennt. Doof hier. Ich stehe mal auf. Ich hole den noch mal. Das hat sich so angehört, nämlich als wäre der von da drüben hier rüber gelaufen, weil zuerst habe ich den Ruf von da gehört und dann von hier irgendwo. Wenn wir natürlich jetzt so schnell laufen, ist er weg. Okay, dann interagieren wir halt doch einmal hier am Camp. Devastating infestation of spruce bark beetles.
You assisted with scientific research programs and helped us to safeguard Yukon Valley's future. I know it might have seemed counterintuitive to hire a professional hunter when the plan was to protect Yukon Valley's wildlife, but I know that I made the right choice. Your work out here will have far-reaching repercussions for not only the forests, plains, and lakes, but everything that lives here as well. And that includes me. At first, the plan was for you to take over a lot of my informal duties, the tasks that aren't officially part of my job, but are essential to the running of the reserve. Maintaining populations, containing threats, and gathering samples for scientific research. All great reasons for hiring a professional hunter. But I told you before that I was looking for someone who understands Yukon Valley. Someone I could trust to take care of it, the same way I do. Your recent time here has been a trial of sorts, helping me to prepare the reserve for winter. I feel like the reserve is ready now, and that's largely thanks to your efforts. Sandy might have told you, but she's delighted that you've had this effect on the reserve. In this past week, we've spent more time together than we had done in the entire previous month. In fact, now that the reserve is ready for winter, and I have my ambassador out there, I'm making plans to take Sandy and my girls on a trip somewhere nice. What do you think? Beach, lake, skiing trip? I'll ask Sandy tonight when I get home. Oh, and when I get back from my vacation, you and I should discuss your contract. Winter in the Yukon is no picnic, but I'd like to invite you to stay on indefinitely, if you're interested. You'll be an old sourdough like me in no time. Ich würde an den Strand gehen an deiner Stelle. So. Also, jetzt scheinen die Hauptmission-Dinger da vorbei zu sein. Und jetzt haben wir da noch ein paar so Nebenmissionen. Jetzt hat er fertig gequatscht, da ist noch einer. Ich call den mal. Lust zurückzukommen, während ich hier die Trophäe bestätige. Nicht die Spur. Trophäe, habe ich gesagt. Sollten normalerweise gehen und uns eine kleinere Waffe noch besorgen, wenn es hier Füchse gibt. Weil alles andere, was hier so rumkreucht und fleucht, können wir ja eigentlich auch mit unserer Monsterkanone hier erlegen. Oder mit der Range Master hier. Solokin. Warnruf. Habe ich eigentlich noch Ausrüstung? Wir sind ja vorhin mal von dem Bison
angerempelt worden. Hoi. Haben wir schon wieder was Neues hier gekriegt? Erlege einen Wolf und verwerte ihn. Das können wir mal annehmen. Ich lade hier mal nach. Und dann versuche ich mal hier über die Kante zu gucken. Wenn ich den hier noch sehe. Diese Steine kann man nicht. Also da läuft man einfach durch. Die haben also keine Hitbox und nichts. Da kann man mit dem Quad durchfahren oder. Also man kann nicht draufsteigen, nur auf die ganz großen. Aber diese kleinen hier. Ja, geht man einfach durch. Schade. Ich höre hier auch noch Wölfe. Machen wir noch ein kleines Stück hier vor. Ein bisschen bessere Sicht haben. Ah, da unten. Wie weit ist der weg? 100 Meter, dann kommen wir den kurz. Den gar nicht getroffen. Ich dachte, den Ticken drüber. Schieß mal. Bei 75 eingestellt war auf meinem auf meiner Visierung. Jetzt ist er entweder hinter diesem Ding hier irgendwo anders hingelaufen oder er ist hier zusammengebrochen. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Zweites. Weiteres. Dann sammeln wir den noch ein und dann würde ich mich von euch verabschieden für diese Runde. Und den haben wir wieder bloß so oberhalb erwischt, sehr wahrscheinlich. Da ist der Effizienzbonus auch wieder etwas runter, denke ich. Da liegt er. Wir schauen gleich mal. Grauwolf. Grauwolf ist es leider nicht. Oh. Nicht drüber, sondern. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Aber 1111. Dublonen kriegen wir dafür und dann in den Sonnenaufgang hinein würde ich mich verabschieden. Belohnung im Huntsman Club, da schauen wir noch schnell rein. Ja, das holen wir mal ab. So, da haben wir jetzt ein bisschen was verdient. Ist ja nicht verkehrt. Was haben wir denn wöchentlich eigentlich? Das fehlt uns. Hier haben wir was dafür bekommen. 3.968 Punkte. Voilà.
Da kriegen wir auch noch was. So. Passt. Alles abgeholt. Und dann, wie gesagt, würde ich mich von euch verabschieden mit dem Blick in den Sonnenaufgang. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Wie immer.